like an earthquake. Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Metin 2 DE Prios. Joa, mal wieder Feuerland. Ich hatte ja beim letzten Feuerland-Part angekündigt, dass ich jetzt noch einen zweiten mache. Und da werde ich in Skype angeschrieben, das ist natürlich auch ein Vorteil. Im letzten Part habe ich dann drüber geredet, warum ich so lange kein Video gemacht hatte. Das hatte dann damals damit zu tun, dass ich kein Internet hatte, wegen der Telekom und so weiter. Ich würde sagen, wir machen hier jetzt einfach mal so locker flockig. Ja, sagen wir es jetzt am Anfang. 7 Metin-Steine hauen wir. Und ja, egal wie lang der Part wird, 7 Stück hauen wir. Und ich hoffe, das bekommen wir hin. Ich denke aber schon. Denn im Feuerland ist momentan nicht wirklich viel los. Doch, ja, 2-3 Farmer hatte ich schon gesehen. Aber die sind deutlich langsamer als ich, obwohl ich hier schon echt nicht viel Damage raushaue. So. Gucken wir mal. Der kann weg. Furcht. Ja. Dann. Ja, das ist noch das ganze Zeug vom letzten Mal. Ah, Tolli plus 3 brauchen wir nicht. Bis zum nächsten Meeting. Bis gleich. Wir haben den nächsten Meeting, den zweiten. Und ich würde sagen, wir gehen mal schön schnell direkt dran, damit der Part nicht zu lange wird. Ja, ich weiß, ein paar von euch wollen natürlich so 20 Minuten Part, aber ich habe so in den Analytics geguckt, so mit Mediakraft zusammen und so. Am besten ist für mich wirklich, wenn ich so 8 Minuten Videos mache, dann kommt das auch besser so in den YouTube-Algorithmus und so weiter. Und das ist dann schon so vom Vorteil, ihr wisst schon. Ja, deswegen 8 Minuten Videos. So, was bringt der zweite? Da kommen aber viele Flammengeister raus. Ein FB. Gepriesen seien die Skifahrer. Durchschlag. Naja, egal. Auch zum dritten würde ich sagen, ne? Bis gleich. So, da haben wir den nächsten, den dritten. Sind jetzt mittlerweile hier neben Vulkan. Das heißt, unten. Warte, so. Hier sind wir. In der Mitte hatte ich gerade nichts gefunden und bei den Teleorto war ich noch nicht. Müssen wir gleich nochmal in die Mitte gehen, um zu gucken, ob da was ist. Ich glaube, das. Ja, das ist der dritte. Ja, das ist der dritte. Ist ein bisschen schwierig, so. Weil man immer cuttet, ihr wisst. Und nebenbei kann man hier schöne Absachen noch nebenbei farmen. Man braucht gar keinen Doppeldrop, man droppt trotzdem so in der Regel bei jedem Metin ein FB. Und das ist dann schon recht angenehm. Wenn es auch nur ein FB ist. Aber sonst kommen sowieso nur Seelensteine noch mit raus. Hinterhalt, hatte ich das nicht schon? Doch, da. Okay. Bis gleich. Da ist der nächste Metin. Der vierte. Das heißt, danach fehlen uns nur noch 3. Für das Let's Play. Und das Ganze in einen Run. Also in einer Runde so dann. Aber da müssen wir erstmal die 3 hinbekommen. Und oben an Hubschrauberlandeplatz. Ja. Hatte ich eben schon auf 2 CAs gehauen. Für den anderen Part, der dann für euch letzte Woche war. Oder ich weiß noch nicht, wann ich diesen Part hier hochlade. Auf jeden Fall den vorigen Feuerland-Part. Gibt ja nicht viele andere. Chars, mit denen ich im Feuerland fahren könnte. War so Pilami, ist zu hoch. Und dann bringt nichts mehr. Da muss man natürlich dann auch sagen, das ist nicht mein Char, sondern der von Nordi. Hatte ich aber auch schon bei den letzten Parts gesagt. Hoffe ich zumindest. Also, wenn ihr den Char mal seht oder Nordi seht, dann könnt ihr den ja nochmal hashtaggen.
Hashtag Nordi ist der geilste Nigger. Ach ja. Ja, wir suchen den fünften. Bis gleich. Wir haben den fünften. Das ist dann der letzte. Hier auf dem Ort. Wir müssen gleich mal hier in die Mitte nochmal gucken. Aber hier auf dem Spawn habe ich 4 Stück bekommen. Oben habe ich auch 4 Stück bekommen. Ja. Läuft, würde ich mal sagen. Obwohl hier 3 andere Leute, eben habe ich den dritten gesehen, noch farmen. Ich hoffe jetzt, ich kriege in der Mitte noch 2. Dass wir das soll hier im Part schaffen. So dass ich nicht gleich noch eine Runde fahren muss. Naja. Aber jetzt haben wir den fünften. Ich würde sagen, wir gehen dann auch gemeinsam nochmal über die Brücke und gucken dann auf den Spawn. Oder? Ja, doch, das machen wir. Das machen wir. So. Ich muss hier gleich mal ein bisschen FB, Bluttablette, Sonnenfischer. So, ich habe auch schon Biopod drin. Dunkler Schlag oder Drachenwirbel, ich weiß es nicht. Ist ja auch egal. Ne? Auf dem Weg können wir dann. Das braucht man echt nicht. So, ich nehme einfach mal alle FBs mit. Ja. Vielleicht kann es ja wer brauchen. Ich frage gleich mal so in die Runde im TS und wenn es keiner brauchen kann, dann wird es halt auf den Boden geschmissen. Oh, da haben wir doch ein Mädchen. Da haben wir doch einen. Das heißt, danach brauchen wir nur noch einen. Schaut gut aus, würde ich mal sagen. Gussi machen wir dann gleich nochmal an. So, ist gleich aufgeladen. So. Der sechste Mädchen. Könnte eigentlich nochmal ein Seelenstein fallen, ne? Wie beim ersten Mal. Erster Mädchen direkt einen Seelenstein. Viererstein und ein FB. Und da hatte ich auch keinen Doppeldrop. Seht, kein Doppeldrop. Braucht man dann halt nur ein paar Skills, damit das zügig runtergeht. Aber ihr seht, ich halte das eigentlich locker aus. Einzige, was Damage macht, sind die Flammengeister. Wenn zu viele Flammengeister da sind, dann geht der Char hier sowas von runter. Du bist ein Vogel. So. Reflektieren. Yay! Jackpot. Wir suchen den letzten Stein für diese Runde. Und bis gleich. So, und da haben wir doch noch den letzten Meeting gefunden. Ich hatte schon echt Schiss. Sind jetzt beim Tele-Otto. Und ja, dann haben wir unser Soll erfüllt. Ist dann natürlich sehr praktisch. Das heißt, ich habe jetzt in einen Spawn 2 Folgen beendet. Die erste Folge nur 2 Metine gehauen. Und jetzt hier nochmal 7. So kann es gehen. So kann es gehen. Ja. Wenn euch so Feuerland gefällt, dann einfach in die Kommentare schreiben. Ist natürlich jetzt hier gerade nur FBs kloppen. Muss ich dann, wenn ich mehr droppen will, mal in den Roten Wald gehen, da ein paar Handschuhe farmen. Ah, ein BDV. Bluttablette. Pfeilregen können wir brauchen für X-Fossi und Sausen-BDV. Gebe ich Nordi, der sammelt sowas. Ja. Haben wir 7 Steine gehauen. Wenn es euch gefallen hat, würde mich über einen Daumen hoch freuen. Und ja, das war's dann von mir. Ich bin raus. Bis denne. Grüße, Fossi.